Sie haben ihren Hund, ja. Gut, ich will nicht wissen, was Sie da mit Ihrem Hund gemacht haben, aber. Wie, nee, ich hab das da aufgehangen. Sie haben so vor Ihrem Hund gemacht. Love is in the air. Ja, genau. Ja, okay. Ich hätte eine Frage. Ja, welche denn? Folgendermaßen, nämlich, Herr Olaf hatte mir genehmigt, meine Magie in Herrn Darkos alten Tagebau weiter zu betreiben, damit sie nicht die Stadt verseucht, die Magie. Okay. Weil Herr Darko hat mir dafür auch seinen Tagebau überschrieben. Und da wollte ich fragen, ob Sie das als Stadt ja auch nochmal genehmigen wollen. Da müsste ich mir das erstmal angucken gehen. Okay. Wollen Sie mitkommen oder haben Sie was zu tun gerade? Gerade eben habe ich nichts zu tun. Also wir könnten uns das mal anschauen. Okay, dann kommen Sie mit. Herr Bello, der Eich. Ja. Ich habe eine tolle Absicherung für das Haus. Was kommt jetzt? Kommt, ich zeig Ihnen. Kommen Sie mal mit und laufen Sie mal. Versuchen Sie einfach mal zur Tür zu laufen. Einfach zur Tür zu laufen. Finde ich super. Warum baust du das ab? Das darfst du nicht abbauen, das ist mein eigenes. Darfst du nicht abbauen? Also, ich bin drin. Du schuldest mir jetzt eine Feder und einen Redstone. Also, man kommt da doch noch raus, würde ich sagen. So. Rein. Doch, man kommt raus, aber es geht darum, dass es mich wegschleudert, falls du versuchst, in mein Haus einzutreten. Ich, ja, Herr, ich wurde noch gar nicht weggeschleudert. Ja, weil sie. Also, ich kann das nur noch so machen. Also, in mein Haus dürfen sie nichts abbauen. Wenn ich in mein Haus baue, dann war's das. Also, um genau zu sein, darf ich es in dem Haus abbauen, wenn ich dafür eine Gefahr von der Stadt, für die Stadt ziehe. Naja, wollen wir los? Ja, wir gucken uns erstmal das Ding an. Also entweder kann man hier runter gehen, aber man kann auch hier einfach runterspringen mit Schlammschuhen, da unten ist Wasser. Au. Und was ist für die, die das Wasser dort nicht treffen? Die haben Pech, die sollen auch gar nicht hier runter. Denn die Magier können alle so runterfallen, sie können auch runterfallen mit ihrer Rüstung. Weil sie bekommen nur einen Herzschaden. Ich hab doch gar keine Rüstung an. Ich hab ihnen die Kacke verkauft. Ich weiß, dass sie Rüstung anhaben. Nein, hab ich nicht. Naja. Auf jeden Fall, das hier ist damit die Magie, das ist damit das stabilisiert wird. Durch Monsterköpfe. Okay. Weil die Monsterköpfe haben nochmal wegen ihren fetten Schädeln haben die eine sozusagen stabilisierende Wirkung auf das Ritual, wenn hier die Kerzen auch tatsächlich, zum Beispiel das hier habe ich hergestellt, damit kann ich schneller laufen. Okay. Oder auch das Ding, womit ich Doppelsprünge machen kann. Ui. Ja gut. Ja, also das hier, weil diese Maschine da kann zum Beispiel Flux erzeugen und dieses Flux erzeugt dann Risse. Und deshalb haben wir das hier unten, wo nichts passieren kann. Okay. Hier sind auch Sachen aufgestellt, Maßnahmen getroffen worden, dass hier kein Flux raus kann. Also hier drin wird das Flux immer weggetilgt durch irgendwelche magischen Kräfte, haben wir festgestellt. Okay. Wir vermuten, weil hier magische Bäume sind in der Umgebung. Aber wir wissen es noch nicht genau, da forschen wir noch dran. Okay. Aber nur damit Sie das einmal gesehen haben. Und das ist das Lager der Essenzen. Da sollte man nicht drauf, weil sonst verschwinden die. Nö, nein. Geht nicht. Ja, aber stimmt schon, es verschwinden. Bitte lassen Sie es. Also bei mir verschwindet nichts. Wenn man eine bestimmte Art des Dings macht, dann sind die weg. Warum hat das einen anderen Deckel? Das ist voll, das habe ich zugemacht. Mit einer besonderen Klemme. Okay. Das sieht schön aus. Wollen Sie mich verarschen? Ja. Das hier ist ein leerer Raum. Das habe ich schon gesehen. Da können Sie Werwölfe einsperren und Experimente vornehmen.
Ach ja gut, also ich sag mal so, dagegen habe ich nichts, solange nichts passiert mit der Magie. Nein, es sollte nicht passieren, aber Sie müssen aufpassen, das Gehirn im Glas von Herrn Olaf erzeugt in der Stadt dieses Flux. Okay. Das ist sozusagen negative Essenz. Und das hier erzeugt auch dieses Flux. Und das hier? Das erzeugt das nicht, nein. Okay. Nur diese Sachen von meiner Magie zu erzeugen das. Warum auch immer. Das ist sozusagen das Negative hier dran. Aber ich habe herausgefunden, dass ich mit meiner Magie auch Leute heilen kann. Also wenigstens eine positive Sache. Werwölfe? Was? Können Sie Werwölfe heilen? Also ich kann nur Leute heilen, die Schaden bekommen haben. Zum Beispiel, wenn ich sie jetzt schlage und dann hier mit draufschieße, haben sie direkt wieder Leben. Okay, das ist gut. Ja, das ist gut. Und außerdem sieht's cool aus. Hier hat sich einiges getan. Und was ist das? Zugang? Ui. Oh, Glitzerstein. Schade. Und... Was ist das? Nee, das lasse ich mal lieber sein. Interessant. Herr Olaf, was machen Sie hier unten? Herr Olaf, das ist... Hallo! Ah, guten Tag, Stadtführer. Ja, ich guck mich hier gerade mal ein bisschen um. Hier hat sich ja einiges getan. Ich habe oben einen Stand aufgebaut. Die liebe Sissi hat mir ein Hälfte ihres Geschäftes anvertraut, weil sie das nicht mehr so viel packt. Sie leidet sehr viel unter Stress und so. Das ist mutig von ihr. Ach, deswegen da unten auch Genau. Können Sie auch gleich mal mitkommen, da kann ich Ihnen auch was zeigen. Also ich habe da ein großes Feld aufgebaut. Und dann habe ich schon wieder eine neue Pflanzenart mutiert. Die sorgt dafür, dass alle Pflanzen hier im Umkreis schneller wachsen. Wenn man Mana einführt. Okay. Okay. Das ist schön. Ich weiß. Das ist eine Gomalis. Wenn man da Essen reinwirft, dann erzeugt die Mana. Mit dem Mana geht es hier rein in die Blume, in die Blume, dann erzeugt das hier alle. Ja, genau. Das ist ja cool. Alle Bärenbüsche verboten, die sind inzwischen dürfen sie keine Bärenbüsche mehr zur Ernährung verwenden. Aber was ist mit dem Herrn Tobias? Der braucht die ja für sein Wein. Der Herr Tobias ist eine Ausnahme. Okay. Interessant, hier hat sich einiges getan. Fräulein Sissi muss noch einrichten. Au. So. Das sieht man aber nicht, wenn man hier steht. Doch. Ja, wenn man hier steht, nicht, weil wenn man hier... Gut, das sieht irgendwie komisch aus. Ja, aber es sieht schon recht schön aus. Ja. Und das ist bestimmt der Landeplatz für die Ballons. Kann sein. Schön. Hallo.
krieg das nicht hin. Au! Meinten Sie nicht, jeder sollte ein eigenes Zimmer hier bekommen? Ja, eigentlich schon. Herr Benzi hier. Ich wollte Sie fragen, meine Abstimmung an, meine neue. Ich hab die nochmal verbessert. Warum kommen Sie einfach hier rein? Weil Sie mich auf meine Anfrage verunreagiert haben, weil ich unten geschrieben habe. Okay, was haben Sie denn gefragt? Ich wollte Ihnen, LOL, da geht's doch höher. Haben Sie Blöcke da? Ich hab meine Absicherung. Dreck oder so? Ich hab meine Absicherung nochmal überarbeitet. Okay, ich guck das gleich an. Okay. Darf ich mal? Ich möchte auch da hoch. Das haben Sie jetzt nicht getan, oder? Der Block liegt jetzt da unten. Hier ist aber auch nichts. Naja, aber hier könnte man zwei Zimmer einrichten. Mhm. Jetzt das richtig gemacht. Oder ich mache hier die Waffenkammer draus. Es hat sich viel getan, seitdem ich geschlafen habe. Ja, schön. Herr Luca hat auch neue Sachen. Also, Luca ist jetzt weiter in Magie aufgestiegen. Okay. Herr Olaf hat ein Punktesystem eingeführt. Ja. Es ist sehr viel passiert. Ja, das habe ich schon gesehen. Wir hatten bestimmte Sachen hier, die ich nicht näher erläutern will. Herr Ramon hat nämlich noch mehr von den Gehirnen gefressen. Okay. Und das bedeutet was? Der ist nicht mehr so ganz heil. Er baut ja eine Satanistenkirche. Das ist ein umgedrehtes Kreuz. Oh mein Gott. Meine Kette. Nö, die kriegen sie nicht. Nee, ich will sie nur einmal anschauen. Irgendwann. Aus welchem Material die besteht. Was? Hier. Was? Ah. Hallo. Hilfe? Hilfe! Hallo? Ich bin hier unten gefangen. Oh, Gang, Gang, Gang. Das ist doch bestimmt der von der Mine. Ja. Oh. Ich bin draußen. Hast du ja Olaf geschlagen und sind in die Mine teleportiert worden? Da unten war ganz viel Lava, wo ich war. Okay, also sagen wir es so, Herr Olaf macht es so, wenn sie ihn schlagen, dann kann er sie dann verzaubert er sie so, dass sie weg sind. Das will ich haben. Wieso sind jetzt wieder alle hier oben? Ich will ihre Rüstung haben. Dafür müssen sie mich erst schlagen. Hab ich schon, ich war unten bei Lava. Ich will diese Rüstung haben. Was passiert, wenn ich dich hiermit schlage? Ja, dann wird er auch ganz schnell weg. Dann greift dich deine Hunde an. Ich töte deine Hunde. Wenn du die tote Hunde bist. Ich hab Lava. Der Stadtherr möchte so eine Rüstung haben. Die ist cool. Der Stadtherr möchte so eine Rüstung haben. Ja. Das kostet richtig viel. Ruhe. Das kennt ein bisschen in dieser Magie aus. Ruhe. Du kannst das nicht bezahlen, es tut mir leid, lieber Ike. Komm jetzt, ich zeige dir. Gucken Sie mal rein. Ike, gucken Sie mal rein. Bei welcher Seite sind Sie jetzt? Gehen auf Sie auf der Startseite? Dann gehen Sie auf Mystical Items. Das habe ich da gekennzeichnet, das müsste man sehen. Ja. Dann gehen Sie, blättern Sie ein paar Seiten durch, bis da Terra Steel Armor steht. Ich hab die Terrasse getauft. Ja. Und dann gucken Sie mal, was man dafür alles für Rohstoffe. Also es ist extrem teuer und es dauert auch extrem lang, so eine Rüstung zu bauen. Aber inzwischen habe ich diese Rüstung gesorgt dafür, dass Passiv Mana generiert wird. Warten Sie mal. Irgendwo. Das war der falsche, der da. Das ist doch sowas, was daraus gemacht wird. Nein. Also in dem Buch steht, ist doch abgebildet, dass sie so eine blauen Schuhe brauchen. Mana Stil Boots. Und ich habe ihnen doch jetzt Mana Stil gegeben.
Ja, daraus könnte ich theoretisch Mana-Stil, also eine Mana-Stil-Rüstung machen. Das ist die blaue Rüstung, die ich jetzt anfange. Ja, ich möchte aber die ihre Rüstung haben, mit dem wegmachen und wegteleportieren. Und dafür gibt es eine bestimmte Verzauberung. Die kann ich auf jede beliebige Rüstung machen, außer die von einem Schmied gebaut wurden, weil die sind dann schon so fest, dass man da keine dass die Verzauberung nicht einbringen kann. Aber ihre Rüstung, die fetzt, die hätte ich gern, wenn ich so als Schutz durch die Straßen hier laufe und wenn mich dann jemand versucht umzubringen, der dann weg ist. Wie, ja, das ist tatsächlich möglich. Wollen Sie die grüne Rüstung haben oder wollen Sie eine blaue Rüstung mit dem gleichen Verzauberung haben? Ich nehme gern die grüne. Die sieht gut aus. Ja, habe ich knackigen Arsch. So, in der Rüstung eigentlich. Wie in der blauen. Einfach nur einen dicken Arsch. Wunderbar. Das Tolle an dieser Rüstung ist, sie produziert ziemlich schnell ziemlich viel Mana. Ich habe heute Morgen habe ich meinen Mana-Ring reingelegt. Und er ist jetzt zu einem. Also fehlt mir noch zwei Balken, dann. Also die Balken ist halt so eine kleine Anzahl, die ich. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. So zwei Balken, dann ist dieser komplette Ring voll. Cool. Wie lange werden Sie denn für die Rüstung brauchen ungefähr? Es kommt ganz drauf an. Es kann schon ein paar Wochen dauern. Dann setzen Sie sich ran. Ja. Star Dancer till I drop my love is a fire.